Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Omni 2, der Omnibus Simulator. Wir haben soeben die 62er Linie zu Ende gefahren und fahren jetzt die Linie 65 von ZOB nach Moosbach. Abfahrt ist in 3 Minuten und ich würde mal sagen, wir stellen erstmal das Imbiss-Gerät ein, und zwar die 065. 00. Enter. Die Route ist die 1 bestimmt. Genau. Emilino Moosbach. Perfekt. Starten unseren Motor. Drücken aufs Bremspedal. Drücken auf Drive. Und fahren los und holen Fahrgäste ab. Nochmal heute extra Umweg mal. Ja, das muss auch mal sein, ne? Hallo? Handbremse rein. Tür geöffnet. Guten Tag. Einmal Tageskarte. Tageskarte. Hallo. Danke. Bitte. Eine Kurzstrecke bitte. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein bitte. Fahrschein. Achso, ich habe den Euro-Modrille mit den neuen 5-Euro-Schein. Finde ich super geil. Danke. Bitte. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. Kriegst du 3,70 zurück, Junge. Ja, Motor muss auch mal aus sein. Wir wollen hier ein bisschen Benzin sparen. Ja, dann sitzen wir wieder hier und fahren die Linie 65. Alle quatschen so und Manfred ist nicht da. Heute fahre ich super, läuft alles perfekt und Manfred ist nicht da. Traurig. Eine traurige Sache. Anscheinend ist Manfred arbeiten. Was ein Wunder ist. Dass er überhaupt eine Arbeit hat. Ja, dann sind sie auch mal von draußen. Ja. Abfahrt. Genau. Haltestellen wir uns auch lösen. Abfahrt. Ciao. Kollege, ciao. Erfurter Straße, Stettiner Park. Richtig. Auf und auf, meine liebe Busampel. Bitte sei nett und mach mir ein Grün.
Danke. Man muss nur freundlich sein. Das ist alles. Jetzt so ein bisschen laufen. Morgen. Nein. Hallo. Morgen. Einmal normal. Einmal normal. Danke. Also mir gefällt es am besten, wenn ich mit Tastendruck hier das den Fahrscheindrucker mache. Weil in Wirklichkeit muss man auch auf Knöpfe drücken, um den Fahrschein zu wählen und nicht auf einer Maus. Finde ich. Stettina Park. Über das Logitech G13 steuere ich praktisch die Durchhalte-Perspektive, Ibis-Gerät, Fahrscheindrucker mit Löschfunktion, alles. Ich bin sehr zufrieden. Tiersteuerung, Kneeling, alles. Hallo. Hallo. Polonitstraße, Holocaust-Denkmal. Wie hab ich raus? Bitte schenkt mir ein Grün. Bitte schenkt mir ein Grün. Bitte schenkt mir doch Grün. Ich kann ja auch nicht singen. Straßen, ey. Gefällt mir. Wenn das Lenkrad vibriert, ich hoffe, das hört man nicht so laut im Video. Ach, Oma will auch einsteigen. Guten Tag. Alt King, Begrüßung hier. Ach, wer weiß, was sie schon wieder hat. Das ist bestimmt Ersatz Manfred. Ist Manfred im Bus sitzen? Nein. Wo ist der Typ? Holocaust-Denkmal. Der Idiot fährt einfach. Oh, sie haben zu hinter Menschen überfahren. Echt, sorry. Sollen sie den Kreisverkehr größer bauen? Aber ihr habt natürlich nichts gesehen, ja? Nichts passiert. Nichts passiert, ne? Falls jemand fragen sollte, ich hab nichts gesehen. Adlersee. Hier der Adlersee, der Adlersee.
gerade ja nicht vorstellen, dass ich jetzt zwei Folgen displayed habe. Naja. Der hört ja auch gleich wieder Autos. Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr einen Knall? Ich fahr doch ordentlich. Ey, komm. Freunde! Oder Vibe. Oh, es hat geklappt. Ich habe die Drucker mit eingefügt. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Super. Liebe Freunde, wenn Sie hier rummeckern, weil ich ein bisschen Gas gebe, dann können Sie auch gerne zu Fuß laufen. Und wenn schon Manfred heute nicht da ist, machen Sie ihn bitte nicht nach. Meine Fresse. Moosbach Endhaltestelle. Da gibt man einmal Gas zum Meckern, die Idioten rum. Pussys, mein Bro. Oh, was meint ihr? Ich sehe wieder kein Manfred. So, wir sind da, alles okay. Haben Pause. Mal wieder. Leaving. Finde ich super geil. Tja, jetzt haben wir Pause. Das ist ja atmen. Da denkst du, der Bus atmet. Schön tief durchatmen. Schönes Bett. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Sehr schön. Ja, was könnte ich euch zeigen? Weiß ich nicht. Ich habe eine kleine Frage an euch allen. Ich weiß, ihr werdet sowieso nie antworten können. Gibt es eine Tastenkombination für diesen Schalter? Bei dem würde ich sowas von gerne in Logitech G13 einbauen lassen. Als Tastenfunktion. Wenn ihr davon Ahnung habt. Ja, jetzt werden einige Fragen. Warum schreibt es nicht in den Omsi-Forum? Ja, würde ich ja gerne. Habe ich auch schon. Man hat mir nicht geantwortet. Und seitdem er nicht geht, kriege ich sowieso keine Antworten. Leider. 46 Abfahrt erst. Oh Gott. Unser Mercedes-Benz O530 Fake Lift. Der denn schon mit drunter, muss ich sagen. Viel weiter runter als in der Realität. Oder irre ich mich? Bei in Stassfurt geht der nicht so weit runter. Naja. Egal.
Raus Nord Front. Super. Ja, ich sehe, wir sind Ende mit der Folge 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play OMSI 2. Also, ciao, ciao.